Wenn ich jetzt hier rote Augen habe, müsst ihr das entschuldigen. Ich habe mich gerade wahnsinnig verschluckt und ich habe halt vor dem Video Erdnüsse gegessen. Das ist nicht so die klügste Idee gewesen der Welt. Hallo, nach 3,5 Jahren ist es mal wieder Zeit für ein neues Video auf diesem Kanal. Natürlich dieses Video nicht völlig ohne Anlass. Ich gehe auf Reisen, was in diesen Zeiten ja schon etwas Besonderes ist. Und ein guter Anlass, hier mal wieder Videos zu machen und euch ein wenig mitzunehmen auf diese Reisen. Also, worum geht's? Ich arbeite ja hauptsächlich als Konzertfotograf, aber nebenher habe ich noch weitere Fotoprojekte, Sachen, die ich in meiner Freizeit mache, nicht um Geld zu verdienen, sondern aus Interesse und weil ich glaube, dass das spannende Projekte sind. Zum Beispiel, das werden einige schon wissen, fotografiere ich seit 15 Jahren Dörfer, die abgerissen werden, um unter ihnen Kohle abbauen zu können. Da ist der Ort Lützerath ja vermehrt in den Medien in letzter Zeit. Ein weiteres Langzeitprojekt habe ich White Elephants, also weiße Elefanten genannt. Weiße Elefanten waren Statussymbole der Königin Südostasien. Sie galten als heilig und es war eine Ehre, solch ein Tier zu besitzen. Wenn man jedoch solch einen weißen Elefanten vom Monarchen geschenkt bekommen hat, war das ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite bewies dies die Zuneigung des Königs, was ja jetzt mal grundsätzlich nicht das Allerschlechteste ist. Auf der anderen Seite bedeuteten die Tiere aber auch eine massive Belastung für den neuen Besitzer. Diese weißen Elefanten waren so heilig, dass sie nicht zur Arbeit herangezogen werden durften. Sie waren also schön, aber teuer und nutzlos. Heutzutage wird im englischen Sprachraum der Begriff White Elephant grob gesagt für nutzlose Bauwerke verwendet. Zum Beispiel Fußballstadien, die nur für ganz wenige Spiele einer Weltmeisterschaft gebaut werden, aber im Anschluss keine Verwendung mehr haben, weil es vielleicht in dem Ort gar kein Team gibt, das in diesem Stadion spielen könnte. Und genau solche Orte fotografiere ich. Ich bin also bereits seit ein paar Jahren unterwegs und sammle diese White Elephants. Meine Schwerpunkte sind dabei Fußball-Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und Olympische Spiele. Da habt ihr ja sicher schon mal davon gehört, dass für diese Events zum Teil irrsinnig viel gebaut wird, was dann im Anschluss keine Verwendung mehr hat und entweder gar nicht mehr gepflegt wird oder für viel Geld jährlich zumindest mal instand gehalten wird, wenn auch nicht genutzt. Eines der krassesten Beispiele der letzten Jahre sind die Olympischen Spiele 2016 in Rio. Dort steht im Grunde der komplette Olympische Park heute leer und ist ungenutzt. Und das in einem Land, das sowieso nicht so viel Kohle hat. Außerdem fand zwei Jahre vorher, 2014, auch noch die Fußball-WM in Brasilien statt. Auch da wurden viele Stadien gebaut, für die im normalen Alltag gar kein Bedarf besteht. So wurde zum Beispiel ein Stadion mitten in den Amazonas gebaut, in die Stadt Manaus. Dort gibt es noch nicht mal ein professionelles Fußballteam. Und keiner weiß, was man jetzt mit diesen riesigen Stadien anfangen soll. Und ihr habt es jetzt wahrscheinlich schon erraten, genau deshalb fahre ich da jetzt hin, nämlich nach Brasilien. Ich werde nach Rio fliegen und von dort aus eine Rundreise durch Brasilien starten, um so viele White Elephants wie möglich in 14 Tagen zu fotografieren. Ich werde von Salzburg über Frankfurt nach Sao Paulo nach Rio fliegen. Dort habe ich dann 3 Tage Zeit, die olympischen Anlagen zu fotografieren. Von dort aus geht es dann zu den Stadien von Brasília, Cuiabá und Manaus. Von Manaus fliege ich dann, so der Plan aktuell, nach Recife und fotografiere dort sowohl das Stadion von Recife und von Natal. Das hört sich alles sehr ambitioniert an, ist es auch. Ich habe schon größte Sorge, was ist, wenn zwischendurch mal irgendwas passiert, wenn ich einen Flug verpasse, ein Flug annulliert wird. Das würde, wenn es blöd läuft, eine Kettenreaktion auslösen, da alles so eng getaktet sind. Andererseits will ich natürlich auch so viel wie möglich unterbringen auf dieser Reise, wenn ich schon so weit fliege. Ich finde, das ist generell mal ein ganz guter Anlass, hier mal wieder ein paar Videos zu machen. Das wird sicher ein ganz interessanter Trip. Ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Am besten gleich diesen Kanal hier abonnieren, dann verpasst du auch nichts vom großen Brasilien-Adventure. Werde ich alle Stadien fotografieren? Werde ich die kompletten 2 Wochen in einem Quarantänehotel verbringen müssen? Komme ich jemals wieder? Große Fragen, die alle in den nächsten Wochen hier beantwortet werden. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und hoffe für mich selbst, dass ich durchhalte. Bis dann!